Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe mir gedacht, wir sind ja noch mitten in der Spargelsaison und deshalb möchte ich euch heute ein super einfaches, aber vor allem schnelles Rezept für eine vegane und glutenfreie Sauce Hollandaise zeigen. Die Zutatenliste ist wie immer sehr übersichtlich und so ist eure Sauce Hollandaise innerhalb von 5 Minuten einfach zubereitet. Die Sauce Hollandaise passt übrigens nicht nur zu Spargel oder Kartoffeln, die eignet sich auch für anderes Gemüse wie zum Beispiel Blumenkohl oder Kohlrabi. Jetzt aber mal noch ein paar Fakten zum Spargel. Spargel besteht zu 94% aus Wasser und ist somit auch super kalorienarm. Außerdem ist unser Spargel super blutzuckerfreundlich und somit bestens für Diabetiker geeignet. Spargel hat außerdem eine harntreibende Wirkung, was wir wahrscheinlich alle schon gemerkt haben. Das ist aber super positiv, vor allem für unsere Blase und für unsere Nieren. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, unser Spargel steckt voller Vitamine und vor allem Folsäure, was wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig für unser Immunsystem ist. Und um noch die Frage zu klären, welcher Spargel ist gesünder, weißer oder grüner? Tatsächlich ist der grüne Spargel ein bisschen gesünder, weil er einfach mehr Vitamine und noch mehr Folsäure enthält. Und ich möchte jetzt gar nicht mehr weiter drum rumreden. Ich werde euch jetzt schnell das super einfache und schnelle Rezept für die vegane Sauce Hollandaise zeigen und wünsche euch wie immer super viel Spaß beim Video und freue mich über euren Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Kommen wir erstmal zu den Zutaten. Wir benötigen eine vegane Butter. Ich finde, mit der veganen Butter von Meckle lässt sich ganz gut arbeiten. Als Sahneersatz verwende ich Nussmilch, die ich im Mixer aus Cashewnüssen und Wasser ganz einfach schnell zubereite. Weiter benötigen wir Gemüsebrühe sowie Kartoffelmehl oder Speisestärke. Das ist unsere glutenfreie Mehlalternative. Biosenf sowie ein bisschen Weißwein. Zitronensaft und Kurkuma, super gesund, entzündungshemmend und verleiht unserer Soße eine schöne Farbe. Und noch Salz und Pfeffer nach Belieben. Und zum guten Schluss noch die Hefeflocken, die sorgen für ein wunderbares Aroma der Sauce Hollandaise. Kommen wir zur Zubereitung. Die Sauce Hollandaise braucht wirklich nicht viel Vorbereitung und ist innerhalb weniger Minuten fertig. Die Margarine in einen Topf zum Schmelzen bringen und die Speisestärke unterrühren. Bei dieser Sauce Hollandaise ist es wirklich mega wichtig, sehr gut zu rühren und am besten nie damit aufzuhören. Wenn eine schöne Mehlschwitze entstanden ist, die Cashew-Sahne sowie die Gemüsebrühe einrühren. Ich habe extra 300 bis 400 ml Gemüsebrühe angegeben, weil ich finde, dass die Dicke der Soße eine reine Geschmackssache ist. Für mich persönlich sind 300 bis 350 ml Gemüsebrühe perfekt. Immer schön weiterrühren. Nach und nach die restlichen Zutaten unterrühren. Letztlich solltet ihr nicht länger als 5 Minuten für die vegane und leckere Sauce Hollandaise benötigen. Na, habe ich euch neugierig gemacht? Ihr habt zufällig noch Spargel zu Hause? Na dann nichts wie los und schnell die vegane Sauce Hollandaise ausprobieren. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und über ein Abo, wenn ihr keine weiteren veganen oder glutenfreien Rezeptideen mehr verpassen wollt. Ich wünsche euch noch wie immer einen wunderschönen Resttag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.